Die Vorfreude ist hier auch bei den Kleinsten ins Gesicht geschrieben. Hoher Besuch in Flensburg. Gleich wird die dänische Königin Margrethe in Flensburg erwartet. Wohl kaum eine andere Stadt Deutschlands ist so eng mit der dänischen Geschichte verbunden wie die Fördestadt. Das darf man sich nicht entgehen lassen. Wir gehören ja zu der dänischen Minderheit über ganz viele Jahre. Sie ist auf jeden Fall ein Teil der dänischen Geschichte und auch ein wichtiger Teil dadurch. Die Königin ist einfach was Schönes. So. Man hat was, wo man raufblicken kann. Das Verbundensein mit der dänischen Nation, der dänischen Kultur und Sprache, ja, das erfreut dazu uns. Dazu gehört eben auch das Königshaus und die Königin natürlich. Und sie ehrt uns ja auch immer einmal im Jahr zur Neujahrsansprache. Genau. Das darf man nicht verkennen. Es gehört auch dazu. Der Besuch der dänischen Königin soll auf das 100-jährige Jubiläum der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark im kommenden Jahr einstimmen. Gegen 10 Uhr läuft dann die königliche Yacht Dannebro im Flensburger Hafen ein. Die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Ja, das ist was ganz Besonderes und man ist wirklich sehr angespannt und die Freude ist groß, die Spannung ist groß. Die dänische Königin kommt ja ein halbes Jahr, bevor die Feierlichkeiten zum Grenzjubiläum starten und damit ist sie Vorbotin für dieses Hochereignis der Demokratie. Es haben vor fast 100 Jahren Menschen darüber abgestimmt, wo ein Grenzverlauf sein wird und diese Grenze wurde nie wieder in Frage gestellt. Und deswegen ist natürlich auch das Thema, das sie heute mitbringt, ein ganz besonderes für uns, denn dieser Grenzverlauf bestimmt natürlich auch unsere Region und das Miteinander. Und es hat sich über die vielen Jahre so ein großartiges Miteinander entwickelt, dass wir heute wissen, dass deutsch-dänische Freundschaft einfach mehr wert ist als die Unterschiede, die wir diskutieren. Und darüber werden wir sicherlich auch reden. Ihre Rede im Rathaus hält sie übrigens auf bestem Deutsch. Die deutsch-dänische Zusammenarbeit liegt ihr sehr am Herzen, das betont sie. Zwischen Dänemark und Deutschland markieren. Es hat seitdem im Großen und Ganzen um diese ganze Ruhe und Akzeptanz gegeben. Insgesamt 4 Tage wird Königin Margrethe Flensburg und Schleswig-Holstein besuchen.